Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Ihr habt es im Titel schon gesehen, heute geht es um Alternativen oder auch Nicht-Alternativen zu Dutch-Öfen. Viel Spaß dabei. Ja, Thema Dutch-Öfen setze ich mal, oder Dutch-Oven setze ich mal als bekannt voraus, falls nicht. So sehen die Dinger aus, große schwarze Gussköpfe mit einem Deckel, wo man oben Kohle drauf haben kann, unten Kohle drauf. Oder man stellt sie in Gasgrill, man hat einen Henkel dran, gibt es mit Füße, ohne Füße, mit T-Füße. Gibt hübsche, sehr hübsche und super hübsche, das sind die dann mit meinem Gesicht drauf. So, zack hier. Und kleiner Kauftipp, kauf nicht zu billig. Der Deckel muss passen, das muss alles super sitzen. Kauf den schönen Markengerät, damit bist du immer sicher. Ansonsten, Dutch Oven, immer eine tolle Sache. Allerdings, irgendwie langweilig, oder? Immer nur Dutch Oven, Dutch Oven, Dutch Oven. Und obwohl es welche mit meinem Logo gibt, habe ich für den einen oder anderen heute ein paar Alternativen. Ich habe auch Dinge, die keine Alternative sind. Die werde ich jetzt bloß ganz kurz anreißen. Und zwar ist das A, die marokkanischen Tajin. Die sind meistens so aus Ton gefertigt. Kann man zwar auch so zum indirekten Grillen schmoren verwenden, aber die sind meistens zu dünn oder zu flach unten. Ähnlich flach ist eine Peka. Die sind so im jugoslawischen Raum. Ich denke, das politisch korrekt ausgesprochen. Wenn nicht, schreibt das runter in die Kommentare, wie man dazu sagt. Ex-jugoslawisch? Ah, ich weiß es nicht. Sagt mir, helft mir einfach. Da packt man auch im Prinzip ein großer Deckel, wo man oben so ein paar Kohlen drauf packen kann. Sehe ich da auch nicht, weil es relativ flach ist. Und was ich auch nicht als Alternative sehe, ist ein Römertopf. Weil Römertopf ist aus Keramik und keine schlechte Sache. Also viele Grüße an alle Römertopf-Benutzer. Aber auf dem Grill oder so finde ich es immer ein bisschen doof und zum Anbraten auch nicht so super geeignet. Also von daher immer so mit Einschränkungen. Ähnlich einschränkend ist sowas hier, ein Slow Cooker, der geht alt in die Richtung. Aber dadurch, dass man nicht anbraten kann, habe ich gesagt, die Varianten nehmen wir einfach mal raus. Beziehungsweise wenn die Höhe nicht stimmt, die nehmen wir da einfach raus und kümmern uns mit den Dingen, die wirklich eine Alternative sind. Und da fangen wir mit Nummer 1 an. Nummer 1 ist sowas hier. Ein, ich sage vermutlich richtig, ein Kozjolek oder Kozjolek. Ja, ist die osteuropäische polnische Variante von einem Dutch Oven. Und ihr seht, der hat so einen Verschluss oben drauf und hat drei lange Beinchen. Weil die haben die Feldarbeiter früher, wie ein Dutch Oven, das ist praktisch auch ein Gussmaterial, direkt am Wegesrand ein kleines Strohfeuer gemacht oder ein kleines Holzfeuer, das Ding drin gestellt. Alle Zutaten drin, ihr seht, das ist unten auch so ziemlich spitz zulaufend, dass also immer genug Flüssigkeit unten zusammenläuft und dadurch nicht so schnell anbrennt. Und dann haben die den Verschluss hier oben drauf, womit man das Ding zumacht. Und der ist A, dass sich vielleicht so ein bisschen minimal Druck drin bildet. So viel kann sich aber nicht bilden, weil keine Dichtung drin ist, sondern er ist so dicht abschließt. Guck mal, da ist so ein kleines Dampfloch, wo der Dampf dann rauskommt. Eigentlich ist es dazu da, dass wenn das Ding mal am Wegesrand auch mal umkippt, zack, dass nicht alle draußen ist, sondern ganz viel drin bleibt. Also, ein sogenannter Kozjolek, eine interessante Alternative, hat den großen Nachteil, du kannst also oben eine Struff machen, passt schwierig in den Gasgrill drin, aber kannst es super auf dem Feuer betreiben. Nummer 2 ist sowas hier, und zwar ein gusseiserner emaillierter Bräter, heißt im Französischen Cocotte, wird als Handelsbezeichnung oftmals unter Cocotte geführt und kostet normalerweise irre Geld, gibt es jetzt von Grillfürst etwas günstiger als die klassischen Dinge, die man so aus dem Küchenfachhandel kennt. Und ist Guss emailliert und hat einen entscheidenden Vorteil. Und ihr seht da drin, die Emaille. Du kannst damit, also kannst du das Ding theoretisch auf Kohlen stellen, aber es ist unter uns gesprochen eher was für einen Gasgrill oder auch für einen Kugelgrill. Das kannst du halten, wie du willst. Hat keine Füße drunter, kannst du super, super rumstellen. Und durch die Keramik drin bleibt natürlich auch nicht hängen. Hast mit der Reinigung kein großes Drama, immer ausgewischt. Fertig, brauchst keine Patina wie beim Dutch Oven oder bei allen Gussdingern mit Patina aufbauen. Und gerade für Leute, die sehr pingelig sind, ja, die sich immer fragen, ist das Dreck oder schon Patina oder eine Mischung aus beidem, man weiß es immer nicht so, ist sowas natürlich viel, viel angenehmer zu benutzen. Und du kannst auch Lebensmittel länger drin lassen, gerade wenn du jetzt am Vorabend schon was vorbereitest, du machst mal irgendwas mit Tomaten oder so mit was Säurehalt hier drin, kannst du den super benutzen. Was du bei einem Dutch Oven halt nur schwerlich kannst, weil beim Dutch Oven hast du natürlich das Metall drin, was dann sehr schnell anfängt zu rosten. Guck mal hier, die Dinger haben auch so ein paar Noppen drin, die sind dazu da, bei der Cocotte, dass wenn man das so macht, dass das Wasser, was da rankommt, nicht am Rand runterläuft, sondern in der Mitte abtropft und schön saftig gar gut macht. Gibt es die auch in verschiedenen Größen? Ja, ja, gibt es, das ist die mittlere Größe, gibt es noch ein bisschen kleiner, gibt es als großer Bräter, so wie bei allen anderen, den Kozjolek gibt es übrigens auch in verschiedenen Größen. Also kannst du dir sowas raussuchen, wie es ist. Denke, eine praktische Nummer und für den, der ohnehin nur auf dem Gasgrill grillt, vielleicht
überlegenswerterweise so ja die bessere Alternative zu einem klassischen Dutch-Ofen. Auch was bei so einem Ding cool ist, du kannst also helle Soßen super machen, ohne dass du Angst haben musst, dass sich was löst. Anbraten kannst du in den Dingern. Also keine schlechte Sache, wenn man einfach mal so ein bisschen out of the box denkt. Das ist ja das, was wir heute machen. Also wir zeigen jetzt heute keine neuen Erfindungen oder Dinge, die es irgendwie neu gibt, sondern wir denken nun mal, was man statt einem Dutch-Ofen, weil alle sagen mal Dutch-Ofen, 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 was man stattdessen einfach noch so auf der Welt benutzen kann und was vielleicht Vorteile oder Nachteile hat oder was einem selber an der Stelle vielleicht sogar ein bisschen mehr taugt oder einfach ein neues Spielzeug ist. Muss man ja auch sagen. Sind die denn etwas leichter als die Dutch-Ofen? Ja, die sind erheblich leichter, weil die natürlich das Material ein Stück dünner ist. Hast zwar die Emaille drauf, aber ich finde sie tatsächlich handlicher. Haben auch keinen Griff oben, weil die kriegst rechts und links mit dem Top-Lappen irgendwie gegriffen und auf den Grill wieder runter. Also funktioniert. Die haben auch immer diese ovale Form, oder? Sorry, falls ich nerve. Nee, du nervst nicht. Ja, also gibt es natürlich in verschiedenen Größen, also von so bis so bis so. Gibt es natürlich in verschiedenen Formen, jetzt nicht von dem Hersteller, sondern von woanders. Gibt es natürlich auch in rund, also da ist der Markt groß und breit. Wenn ihr den jetzt bei Grillfürst bestellt, habe ich noch einen Gutscheincode für euch, da kriegt ihr dann ein paar gratis geschenkt. Aber wie gesagt, könnt ihr euch selber entscheiden, ob die überhaupt was für euch ist. Aber ich finde, das ist keine schlechte Option. So, was ich als Alternativen weggelassen habe, sind klassische dünne Bräter, weil die machen in aller Regel wenig Sinn durch die dünnen Wandstärken. Ja, kann man mit rumspielen, aber so richtig geil ist das nicht. Also wenn man jetzt anfängt, irgendwie zwei so Ikea-Schalen übereinander zu stellen, ist okay, weil will ich da niemand für verurteilen. Aber so die richtige Hitzeverteilung und so kommt da, naja, kommt nicht bei auf. Deshalb, Alternative 3 ist sowas hier, und zwar ein Kasan. Das ist ein großer Gusstopf, in dem Fall hier 22 Liter, auch nach unten zulaufend. Ähnlich wie wir es in dem Porziolek gesehen haben, mit einem passenden Deckel. Den stellt man also entweder hier auf so eine große Feuerplatte in der Mitte oder hier direkt einen Unterbau, der heißt Uchak, wenn ich es richtig weiß. Uchak heißen die Dinger. Und mit denen kannst du halt anbraten, du kannst darin wokken, du kannst, wenn der Deckel drauf ist, kannst du wirklich lange, lange schmoren. Weil auch wieder durch diese Neigung nach unten läuft alle Flüssigkeit unten zusammen und erzeugt immer neuen Dampf und durch den Deckel bleibt es alle drin, das ist auch alle Guss, heizt sich richtig schön auf und hast wirklich fantastische Ergebnisse mit. Also von Frittieren, Wokken, Backen, du kannst in den Dingern im Prinzip alles Mögliche machen und ist auch wieder zum Dutch-Ofen keine schlechte Alternative. Wenn man sich mal preislich so alles anguckt, das spielt so alles irgendwo in der Range. Alles eines mal ein bisschen teurer, das andere mal ein bisschen günstiger. Ja, da muss man einfach gucken, was zu einem passt, was man cool findet. Oder ich finde, man kann auch mischen. Ne? Also sagt ja niemand, ich darf nur einen Dutch-Ofen haben und dafür ist für mich ein Kasan vollkommen außerhalb der Realität. Macht keinen Sinn. Und das kommen wir gleich zum Thema Sinn machen zu Nummer 4. So, Nummer 4 ist der Eubel hier oben. Das ist ein afghanischer Kasan. Vielleicht hat der eine oder andere die schon im Video von mir mal gesehen. So wie die anderen Geräte habe ich auch fast alle schon, fast schon mal verwendet. Den nehme ich mal rüber auf den Tisch, da gucken wir uns den mal aus der Nähe an. Nämlich, wenn man den schon anhebt, merkt man, ja, nicht so schwer. Ist nämlich anders als die anderen, die alle aus Grauguss sind, ist das Ding hier tatsächlich Aludruckguss. Nicht schlecht. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass er hier ein Kasan ist? Ja, das ist ein Kasan. Das ist ein afghanischer Kasan. Merken, Kasan, afghanischer Kasan. Ja. So, Funktionsweise von so einem Ding ist ähnlich einem Schnellkochtopf. Also ein Steinzeit-Schnellkochtopf, hätte ich fast gesagt. Wobei das natürlich wahrscheinlich wieder politisch unkorrekt ist. So, und zwar hast du hier oben so einen Schraubverschluss drauf. Da kannst du die Hebel runter machen, nimmst den Schraubverschluss ab. Und wenn du hinguckst, siehst du schon, wie die Musik gespielt wird. Also ein großer Alutopf mit dem Deckel, wo die Dichtung drin ist. Dann hast du hier so einen kleinen Knopf zum Anheben. Hast hier ein absolutes Notventil und hast hier die klassischen... Na, ziehen wir mal ab. Hier so eine Notventile, die jetzt nur durch Schwerkraft gehalten werden. Ähnlich wie bei ganz altertümlichen Schnellkochtöpfen. Und ähnlich ist das Prinzip von dem auch. Nur, dass du den halt auf Kohle, auf Glut, also bis auf Induktionsherd im Prinzip auf allem betreiben kannst. Wo du den nicht so gut betreiben kannst, ist ein Gasgrill oder ja, eigentlich ein Gasgrill mit Deckel. Weil du siehst natürlich schon durch die Bauhöhe, das ist natürlich ein riesen Klopper. Den kriegst du nicht irgendwo in Gasgrill hingestellt. Aber du kannst den im Prinzip hier auf auf eine Feuerplatte oben raufstellen. Wie gesagt, du kannst ihn auf einen Seitenkocher beim Grill stellen. Du kannst ihn auf Kohle stellen, auf so einen kleinen Pfannenknecht, wenn du Briketts drunter hast. Du kannst ihn oben auf einen Tandoorofen raufstellen.
beim Smoker in der Sidefire-Box, also wo auch immer hin. Gibt es den auch in verschiedenen Größen? Und den gibt es auch in verschiedenen Größen, bevor du fragst. Ja, den gibt es tatsächlich nur in rund. Also ich habe mich ein bisschen umgeschaut und tatsächlich nur runde gefunden. Und das Coole an dem Gerät ist, dass du gleich einen Henkel dran hast. Und wenn du fertig bist und der Dampf natürlich raus ist, musst du nicht diesen riesen Dutch-Ofen irgendwie mit diesem Wackelgriff, wo du nicht weißt, wann kippt er, wann kippt er nicht, sondern hast hier im Prinzip so schön, kannst hier so wie Rotkäppchen durch den Wald mit einem Henkelkorb mit dem Ding losspazieren. Gerade wenn du irgendwas vorbereitet hast und willst es irgendwo mit hinbringen, also wir machen das manchmal, dass wir was grillen oder was datschen oder was kasanen, ich weiß nicht, sag mal zu, was schmoren, was grillen, ja. Und zu einer Feier mitbringen oder zu meinen Eltern, dann ist das natürlich gleich ein super Behältnis und du hast ja mit Jakin Kummer. Anbraten geht da drin, Brot backen eher nicht so, also da ist der Dutch-Ofen wieder im Vorteil. Auch Oberhitze macht er nicht, also der holt alles unten raus, aber nicht, dass er diese Druckstufe hat, dass er praktisch richtig heißen Dampfdruck aufbaut, ist da Oberhitze auch nicht ihr Thema. Wenn du jetzt eine schöne Lasagne machen willst, die du überbacken möchtest und da total drauf stehst und auf dem Grill machen würdest, würde ich sagen, den schieben wir zur Seite, da machen wir nichts mit. Wenn du jetzt Reisfleisch machen willst, Schichtfleisch, also nur in die so richtig schön so boah, zerkocht, zerfallig sein müssen, dann ist der tatsächlich sehr, sehr weit vorne. Wenn wir uns die Geräte alle angucken, muss man sagen, ist der Dutch-Ofen natürlich nach wie vor die eierlegende Wollmilchsau, die irgendwo alles bedient. Ja, wenn man aber andere Bedürfnisse hat, wie zum Beispiel, dass man jetzt ein klassischer Balkongriller ist, dann kann man sich schon überlegen, ob man nicht zu einer Kokotte greift. Und wenn man ja, irgendwo im Wald am Feuerchen sitzt und sagt, Mensch, ich brauche mal viele Suppen, viel Druck und will mit sowas grillen, dann ist das natürlich super schön, weil der ist natürlich super schnell fertig. Also der ist ungefähr, braucht der, Lars, hilf mir, ein Drittel der Zeit von einem normalen, von normalen Gerichten, also wir werden demnächst mal zeigen, du kriegst ja unbedingt ein Schichtfleisch in einer Stunde fertig. Wo du sonst im Dutch-Ofen 3-3,5 Stunden vor dich hinbrutzt, bist du hier schnell fertig. Und so ist es auch mit dem Kasan. Also wenn du da eher so auf die osteuropäische Küche stehst, da kannst du da sicherlich auch ein Schichtfleisch drin machen, aber so wie so ein Prof machen willst oder so, dann ist so ein Gerät super. Und ja, ich will jetzt ja nicht sagen, welche das beste Gerät für dich ist. Das musst du tatsächlich selber rausfinden. Ich habe euch ja so ein paar Vor- und Nachteile von den Geräten gezeigt. Mich würde interessieren, was für euch tatsächlich, also A, was ihr zu Hause habt und B, was tatsächlich die nächste Anschaffung wäre. Also ihr könnt unterschreiben Dutch-Ofen oder ihr könnt unterschreiben Kasan, afghanischer Kasan. Das würde heißen, ihr habt schon Kasan, wollt ihr einen afghanischen Kasan zuschaffen oder zulegen. Oder jede andere Kombination dieser Welt. Könnt ihr runterschreiben. Schreibt nicht runter, eine Frau, noch eine Frau. Krieg Ärger mit meiner Frau. Ja, in der Tat. Aber wenn ihr euch für die Geräte interessiert, ich verlinke euch die hier unten drunter. Ansonsten besucht eure Grillfachhändler oder sonst, wo ihr sonst immer Grills kauft. Schaut euch da mal um. Habt mit denen gute Zeit. Bestellt viele Grüße von mir und lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut, dann gibt's wieder Fleisch. Versprochen. Und Scharfmesser, Brett ist auch wieder dabei. Tschüss. Tschüss.